Guten Morgen zusammen, Sieglinde Sorglos, mal wieder mit dem Autoken unterwegs. Ja, heute bewege ich mal das kleine Föchschen hier, der muss auch bewegt werden. Heute weiß ja gar nicht, sollst du Benzin oder Diesel fahren, kommt ja fast auf das Gleiche raus. Da spaß ja, sorry. Gar nicht mehr viel ein, ob du Diesel oder Benzin fährst. Kann man nur hoffen, dass die Fahrzeuge einigermaßen sparsam sind. Aber ich bin ja eigentlich ein ziemlich ruhiger Fahrer geworden. Ne? Ich immer nur schön früh umschalten, wenn ich mit dem Automatikfahrzeug unterwegs bin, immer nur schwäbig über das Gaspedal. Und ja, beim Schalter schalte ich ganz früh um. Habe meine Fahrweise so geändert, seitdem ich Vater geworden bin vor vielen Jahren. Ne? Da habe ich meine Fahrweise, wann bin ich Vater geworden? 1990, ja. Da bin ich ein bisschen ruhiger geworden. Bringt ja auch alles nichts heutzutage, sonst ist der Führerschein schneller in Flensburg, als man den über mehrere Wochen oder Monate gemacht hat oder den dann geschafft hat. Und da war so schwierig, sag ich mal. Heute ist noch schwieriger. Also guckt man lieber, dass man ruhig fährt. Überall die Radar- und Blitzer fallen. Das ist ja manchmal wirklich gemein, wo die stehen. Ja, und so weiter und so fort. Ja, es ist noch dunkel ein bisschen, ne? Gerade am hell werden so. Und naja, gleich wenn ich meinen Fahrgast abgeholt habe und wieder abgesetzt habe, habe ich einen Friseurtermin, auch wenn es keinen interessiert. Wenn ich die Möglichkeit habe, werde ich den dann ein bisschen zutexten. Da kann man immer so einiges sich mit drüber unterhalten mit dem Friseur meistens, ne? Ja, ihr wisst, wie ich das meine. Alles im Rahmen natürlich. Aber man sagt ja immer, hast du keinen Friseur, den du das erzählen kannst? Hast du keinen Friseur, den du das erzählen kannst? Kennt ihr den Spruch nicht? Ja, würde ich am liebsten mal ein Foto dann machen beim Friseur, aber das macht die nicht so gerne. Weiß auch nicht warum. Ist ein bisschen scheu, ne? Hat schon ein gewisses Alter, aber ist trotzdem sehr nett. Gut drauf. Überhaupt der ganze Salon. Aber naja. Okay. Ja, einfach nur guten Morgen. Die Mitte wird heute geteilt in der Woche. Heute ist Mittwoch. Ich wünsche euch eine gute Wochenmitte. Heute spielt auch noch bei uns, aber habt ihr nicht viel mit zu tun, die meisten wohl. Der KFC-Pokalspiel gegen MSV Duisburg. Heute Abend um 19.30 Uhr auf irgendeinem besonderen Sender. Ich habe ihn wieder vergessen. Und mein Sohn mal erzählt, du musst wohl 10 Euro zahlen, ne? Kostet dir alles Geld, dann kannst du dann auf irgendeinem Sender im TV, im Fernsehen irgendwie gucken. Ja, so sieht's aus. So, ich höre jetzt mal auf zu quatschen. Sonst ist ein Teil meiner Energie schon weg und ich habe da nicht mehr so viel zu quatschen beim Friseur. Dann habe ich nicht mehr so viel beim Friseur zu reden. Ja, okay. Wie gesagt, wir hören voneinander. Habt einen schönen Tag, Mittwoch. Stressfrei und sorgenlos. Liebe Grüße, eure Sieglinde Sorglos. Tschüss.